Herzlich willkommen zum Let's View des Thomas Action Figure Digest Nummer 172. Es ist ein amerikanisches Magazin über Toys, die zur derzeit, wo er rausgekommen ist, über aktuelle, aber auch so ein bisschen Retro-Toys berichtet. Dadurch, dass dieses Heft jetzt schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, wir sehen gleich wie viele, wird es sehr interessant sein zu sehen, was damals aktuell war. Und wir sehen, Top-Bild sind zwei Toys aus Batman The Dark Knight. Von Heath Ledger als Joker und Aaron Eckhart als Harvey Dent, und die sind schon allein sehr detailliert getroffen, und das sind Toys, das sind keine Fotos. Wahnsinn, wie gut. Schauen wir uns das einfach mal an. Hier sehen wir links Star Wars Werbung zu Star Wars Episode 1. So ein paar Figuren eben halt dazu, und hier können wir ganz genau sehen, der ist von 2008, dieses Magazin. Das heißt, so gut 14 Jahre her. Ja, hier sehen wir auch nochmal zu Toys. Ja, dann blättern wir einfach mal durch diesen Katalog und schauen uns an, was da aktuell war. Hier haben wir G.I. Joe Werbung, Sideshows Collectibles, eine Exklusivmarke, die sehr viele Statuen zu auch Superhelden in dem Sinne macht, Marvel-Helden in dem Sinne, verschiedene Designs von verschiedenen Comics. Hier haben wir einen Falken, wie er am Anfang mal ausgesehen hat, Captain Marvel. Und hier haben wir so Mini-Heads von Combat Heroes von G.I. Joe, sind in Deutschland nie erschienen. Ja, die Transformers sind in der Art erschienen, aber waren auch nicht wirklich berauschend gut. Ja, hier haben wir McDonald's-Figuren unten, die es mal gab. Und hier Indiana Jones-Figuren, die ein bisschen später rausgekommen sind, von Tempel des Todes. Aber auch eine sehr, sehr schöne Werbezeichnung. Also echt klasse. Oder Werbedesign mit den Figuren drauf. Wahnsinn, sieht toll aus. Hier Darth Matter, irgendwie Hook aus Toys oder aus Cars von Pixar im Design von Darth Vader. Eine durchsichtige He-Man-Figur, kann man fast so sagen. Okay, ja, Grayskull-Zeichnung. King Grayskull, kann man gewinnen. Interessant. Ja, hier sehen wir schon mal nochmal die Zeichnung oder die Bilder von den Figuren zu dem Movie. Auch richtig detailliert, richtig klasse geworden. Andere Batman-Versionen und Co. Ja. Och, alte Zeit. Ich kann nicht sagen, was wer ist immer unbedingt, aber hier ist Vivi Vendetta. Und das sieht fast schon aus wie aus Watchmen. Hier Bat-Cuffs, Bat-Handschellen, ein Flashlight. Ja, so eine Brick-Hats kann man fast so sagen, so ein bisschen so Brick-Figuren, verschiedenen Serien. Ja, hier auch von Battlestar Galactica, hier haben wir eine schöne Indiana Jones. Ja, ein Diorama für eine Figur. G.I. Joe. Figuren, auch die sind immer wieder rausgebracht worden, obwohl 1985 die Cartoons eben wegweisend waren. Hier sehen wir auch Auflagen, Sorten. Und das sind schon neuere Auflagen, die verbessert wurden. Man sieht es mit Stand eben halt auch richtig gut gelungen. Weitere Figuren von G.I. Joe, auch so hier mit Comic aufgelegt zusammen. Ein bisschen überarbeitet, moderner. Richtig toll. Universal Monsters und The Dead, irgendein Zombie, auch wieder Sideshow Collectibles. Aber auch Sideshow Collectibles von Star Wars, Reservoir Dogs. Und hier ein wunderbares Stück Geschichte, kann man sagen, zu Transformers und GoBots. 1976 Takara Fahrzeuge, Raumschiffe, leichte Mini-Transformers. Das ist ja die Prä-Transformers-Zeit von Mike, das war die Microman-Linie. Hier können wir sehen, auch Chronoform, Uhren, die unter dem Transformers-Design später rausgekommen sind. Und auch ein Diaclon, einige Fahrzeuge wie Multiforce 14 ist auch in Deutschland erschienen. Und auch die Fahrzeuge sind auch bei uns erschienen. Richtig cool. Also richtig, richtig klasse, das sich durchzugucken. Auch die Werbung dazu. Tonka, die die GoBots auch rausgebracht hat damals. In USA.
richtig klasse. Hier sehen wir auch die ganzen GoBots. Ach, es macht einfach nur Spaß, das zu gucken. Es ist halt was anderes, ist nicht Transformers, aber es ist trotzdem sehr, sehr genial. Und die GoBots waren ja als Konkurrenz zu Transformers aufgebaut, haben es aber nie erreicht. Auch wenn es der Cartoon von Hanna-Barbera, die auch die Jetsons und Flintstones rausgebracht haben und Scooby-Doo es schon sehr gut gemacht haben, aber war halt nicht dasselbe. Auch sehr viele Figuren. Ich fand diese Verwandlungsfiguren teilweise richtig klasse. Einige habe ich auch, wie ist das U-Boot oder auch den Zerstörer, weil die auch anders waren. Also richtig klasse. Und es gab sehr simple Fahrzeuge, aber auch etwas ältere, aber auch sehr genial gemachte. Also Hut ab teilweise, Hut ab. Macht Spaß, sich die Sachen alle anzugucken. Das war ihre Combiner-Version, so ein bisschen alternativer gemacht. Hier sehen wir das auch nochmal genauer. Also die GoBots waren sehr, sehr vielseitig und ihr seht, das ist wirklich eine tolle Geschichte. Es macht Spaß, sich das anzugucken. Und hier haben wir die klassischen Figuren, die bei uns auch unter Machine Robot in Deutschland rausgekommen sind. Teilweise direkt unter dem GoBots-Label sind die eigentlich nie erschienen und wir hatten auch nicht diese Spielsets. Also richtig klasse. Auch hier etwas größere Fahrzeuge bzw. Raumschiffe oder ja, überhaupt. Roboter, sie kamen in verschiedenen Versionen. Hier seht ihr einen größeren Cycle als ihr. Und Fahrzeuge und Stationen. Die GoBots auch so ein bisschen ferngesteuerte Sachen, was es gab. Und hier auch die Rocklords, auch so Steine, die sich in Roboter verwandeln. Gab es einen Kinofilm dazu in Amerika, aber auch nur richtig großartig gemacht. Ich habe auch ein paar von den Rocklords. Müsst ihr jetzt aber gucken. Ich glaube, den da habe ich, den da. Den müsste ich auch haben. Also ich habe ein paar, es gab auch welche mit Fell überzogen, auch sehr, sehr seltsam, aber richtig cool. Ja, hier seht ihr so diese Figuren. Richtig cool. Richtig cool. Und hier haben wir ja McFarlane-Figuren. Von McFarlane da Call of Duty-Figuren, Halo-Figuren, Basketball. Oder Baseball besser gesagt. Baseball bei uns sind überhaupt nicht vertreten in der Art. Aber Amerika eben halt Kult und das sind alles namhafte Spieler. Babe Ruth, von dem habe ich nur gehört vom Namen her, weil er mal in amerikanischen Serien auch erwähnt wurde. Aber ich kann dazu sonst nicht viel sagen. Ja, Guitar Hero Charaktere, die nach ja, klassischen Figuren eben angehaucht sind. Wir sehen, dass die so ein bisschen nach Izzy / Metalhead, das ist so ein bisschen nach den bekannten Figuren oder bekannten ja, Musikern und Figuren, hier jetzt eben Slash, gebildet wurden, kann man ja so sagen. Auch cool. So, was haben wir denn als nächstes? Marvel Superhelden. Ja, auch immer wieder, immer zeitlos. Entschuldigt die Spiegelung. Ich versuche immer das beste Licht zu machen, aber für diese Let's Views, da arbeite ich noch regelmäßig daran, dass die Beleuchtung verbessert wird. Transformers, aber hier Robots in Disguise, ein bisschen Generations, auch ein sehr interessanter Cyclonus, den habe ich auch, und den Hound. Das war Vector Prime, einer der später auch bei ich glaube, Cybertron rausgekommen ist. Hier sehen wir so ein bisschen Animated Style. Das ist so eine Nachfolgeversion. Hier auch ein bisschen ein Megatron in einer anderen Koloration. Und auch ein Bumblebee in einer anderen Koloration. Auch sehr interessant. Und hier sehen wir dann, kommt erst dieses Star Wars. Das haben wir hier jetzt auch klassisch eben halt Legacy. Wo es ist mehr Clone Wars, beziehungsweise hier oben, das ist ja Luke und Han im Sturmtrupper-Klamotten. Hier sehen wir auch Padme. Das ist so ein bisschen die Animationsphasen aus Clone Wars, der ersten Seasons. So, mal gucken, was wir jetzt hier noch haben. Ne? So, auch hier kleine Figürchen, so ein bisschen abgewandelt. Figuren mit Comic, die rausgebracht sind nach Comics. Fahrzeuge, Helme,
Auch hier haben wir noch von Kotobukiya Figurenversionen von Ventress, Grievous und Count Dooku. Und hier können wir nachbestellen. Und dann sind wir schon zum Ende hin. Hier haben wir auch noch Kotobukiya Figuren, aber jetzt von Animes und Mangas. Und hier haben wir Statuen von Kotobukiya, von Blade, auch sehr geil gelungen. Iron Man. Und hier nochmal eine Werbung vom klassischen Transformers G1 Optimus Prime, der so in der Special Edition als unter der Universe-Linie mit einem Comic zusammen und einer DVD herausgebracht wurde. Ja, und hier haben wir auch noch eine Lara Croft in Lederklamotten, so als Barbie-Puppen-Style. Auch sehr, sehr schön geworden. Ja. Und das war dieser Let's View zu dem Thomas Action Figure Digest 172 aus dem Jahre 2008. Wenn es euch gefallen hat, ein Like, darüber freue ich mich. Und kommentiert fleißig. Sagt mir, was ihr da haltet. Was waren eure Highlights? Vielleicht sollte ich nochmal was genau betrachten. Sagt es mit mir. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.